Ja, hallo und grüß Gott aus Deutschland, aus Süddeutschland und ein herzliches Hallo. Mein Name ist Thorsten Veit und ich freue mich jetzt über die nächsten 15 Minuten hinweg Ihnen etwas über systemisches Denken und über systemische Organisationsberatung erzählen zu dürfen. Noch lieber oder auch gerne würde ich jetzt natürlich mit Ihnen in einem Seminarraum sitzen, aber über diese neuen heutigen Medien ist natürlich sowas auch ganz schön und ich freue mich jetzt, Sie ein bisschen reinführen zu dürfen in das, was uns seit vielen Jahren beschäftigt. Mein Name ist Thorsten Veit, ich bin der Geschäftsführer des ISB, der ISB GmbH und wir bilden seit über 35 Jahren Menschen in systemischer Beratung, in systemischem Management, in systemischem Coaching aus, also vermitteln systemische Ansätze für das Arbeiten in und mit Organisationen. Und ich habe jetzt in den nächsten Minuten vor, Sie an einem Beispiel in systemische Arbeitsweisen, in systemische Denke einzuführen. Und das hoffentlich sehr praxisnah und sehr illustriert an einem realen Beispiel, damit man verstehen kann, was systemisches Arbeiten meint. Dazu wechsle ich gleich in die Folien, anhand derer ich auch ein bisschen einführen will ins ISB und unsere Arbeitsweise. Also ich habe vor, in den nächsten Minuten an einem Beispiel zu zeigen, wie wir als Organisationsberater angefragt werden, um Menschen in Organisationen, um Organisationen zu begleiten. Aber diese Ansätze sind genauso relevant für Menschen im Management als Führungskräfte, im Vertrieb, im Marketing. Also immer dort, wo es um Kundenschnittstellen geht, wo es um das Bedienen von Kundenbedarfen geht, ist systemisches Denken sehr hilfreich und insbesondere dann, wenn man Systeme als komplexe Systeme, als menschliche Systeme versteht, dann helfen diese Ansätze sehr gut für diese Ausgestaltung. Ich will vielleicht kurz auf unseren Hintergrund verweisen. Das ISB als Institut gibt es schon seit langen Jahren, seit 1984. Wir sind hauptsächlich tätig in der Professionalisierung von Fach- und Führungskräften, in der Steuerung von Veränderungsprozessen, in Beratung und Coaching, aber auch in Organisations- und Kulturentwicklung und haben hier über 5000 Menschen ausgebildet. Wir haben viele Plattformansätze entwickelt, eine große Wissensplattform, eine Open Toolbox für unsere Alumni und sind tätig in internationalen Organisationen, internationalen Verbänden, die wir mitgestalten, die wir zum Teil selbst initiiert haben. Hier genannt sind der Deutsche Bundesverband Coaching, aber auch die International Organization for Business Coaching und andere. Um was soll das jetzt gehen in den nächsten Minuten? Ich habe das an einem Praxisfall versucht zu illustrieren, wie wir systemisch im Management oder in der Organisationsberatung arbeiten. Und dieses Beispiel, was ich erläutern will, ist ein reales Beispiel aus meiner eigenen Beratungspraxis als Organisationsberater. Und ich will daran so ein bisschen auffächern, was systemische Perspektiven auf ein Organisationsgeschehen, auf einen in diesem Fall Veränderungsprozess sind und daran ein Stück weiter noch in die Tiefe einsteigen. Also Hintergrund, ein mittelständisches Unternehmen hat mit vielen Veränderungen zu tun. Und ich glaube, das ist ja in der heutigen Zeit keine Besonderheit mehr. Veränderungen sind gang und gäbe, sind jeden Tag, ja, Alltag von Organisationen, von Menschen in Organisationen. In diesem Fall dreht es sich um ein mittelständisches Unternehmen, was erstens an einen anderen Standort umziehen wollte und es insbesondere in einem Leitungsbereich einen Führungswechsel gab. Also eine Führungskraft kommt in eine neue, für ihn neue Leadership-Position und ist ab dann für zwei Teams verantwortlich, die sehr unterschiedlich in ihrer Performance sind, die also sehr unterschiedlich leisten und die jetzt unter die Verantwortung einer Führungskraft geführt werden. Und in der Mitarbeiterschaft, in der Mitarbeitendenschaft gab es ohnehin eine große Unsicherheit bezüglich früherer Führungssituationen und bezüglich umfassender Veränderungen, Veränderungsdynamiken in dieser Firma, hatten also viel mit Veränderungen zu tun, hatten auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit dem Umgang mit Veränderungen in diesem Unternehmen. Und daraus entstand der Auftrag, für diese Veränderungen, für diese anstehenden Veränderungen fit zu machen, Leadership und die Kommunikation zu unterstützen, zu verbessern und auch die Integration dieser beiden Teams
zu verbessern. Also ich glaube, eine Situation, die heute in jeder Firma zu beobachten ist, Teams werden zusammengelegt, Teams werden unterschiedliche Teile getrennt und es geht natürlich immer auch darum, und das ist auch bei systemischem Arbeiten wichtig, die Performance, also die Leistungsfähigkeit der Teams und am Ende die Wertschöpfung im Blick zu behalten und dafür auch Maßnahmen von Unterstützung, von Beratung, von Coaching, von Kulturentwicklung anzusetzen. Und jetzt kann man sich natürlich auch aus einer systemischen Perspektive auf diese Situationen ganz unterschiedliche Ansätze denken. Wie kann ich jetzt diesen Auftrag angehen? Wie kann ich diese Situation aus einer Management- und Führungsrolle, aber auch aus einer Organisationsberaterrolle angehen? Und das ist schon mal eine systemische Herangehensweise, dass es ganz verschiedenste Perspektiven auf Unternehmen gibt. Also ich kann jetzt, wenn ich hier mal durch diese Scheinwerfer gehe, das sind immer unsere Metaphern für Perspektiven. Jetzt kann ich das natürlich unter der Führungsperspektive, unter der Perspektive von Verbesserung, Unterstützung von Führung betrachten. Ich kann es genauso gut unter einer Change-Management-Brille betrachten. Das heißt, einer Perspektive, die vor allem die Veränderung Management, dieses Zusammenführen, die Integration der beiden Teams betrachtet. Ich kann es unter einem Lerngesichtspunkt verstehen. Was müssen diese beiden Teams neu gemeinsam lernen? Wie wird Verantwortung zukünftig gelebt? Auch das ist ein weiterer Scheinwerfer für die Betrachtung dieses Veränderungsweges. Ich kann es unter einer Kulturperspektive verstehen oder einer Kulturperspektive betrachten. Wie würde ich jetzt kulturentwicklerisch, organisationskulturentwicklerisch an diese Fragestellung herantreten? Oder ich kann es aus einer Coaching-Perspektive, also der Unterstützung von Einzelnen oder mehreren unter ganz bestimmten Fragestellungen betrachten oder noch vieler weiterer Perspektiven, die hier angedeutet sind. Ich habe jetzt mal diese rausgegriffen. Also das zeigt schon mal eine Perspektivenvielfalt. Es gibt unter diesem systemischen Beraterweg oder unter systemischen Denke keinen einzig gültigen Weg, sondern es gibt eine Vielzahl von Beratungs- und Betrachtungsperspektiven, mit denen ich eine solche Situation betrachten kann. Wenn wir jetzt mal durch diese einzelnen Perspektiven gehen, dann wird hier vielfach diese Frage von Change-Begleitung, OE-Prozessbegleitung deutlich. Ich kann es aus einer Coaching-Perspektive in der Form angehen, dass ich jetzt mir einzelne Schlüsselpersonen, einzelne Mitarbeitende oder Führungskräfte herausgreife, die ich in einer individuellen oder teambezogenen Form unterstütze, in diesen beruflichen Fragestellungen, in diesen beruflichen Übergangssituationen. Was macht diese Situation mit der neuen Führungskraft? Was macht diese Situation mit bestimmten Personen im Team? Was macht sie vielleicht auch im Team? Also ich kann es unter einer individuellen oder teambezogenen Coaching-Form unterstützen. Ich kann natürlich genauso in die Führungsrolle gehen und sagen, was braucht jetzt diese neue Leadership Person an Führungsqualität, an Führungsskills. Führung verstanden nicht als eine instruktive Kommunikation in eine Richtung, sondern in unserem systemischen Verständnis als eine Stimulation von Eigensteuerung lebendiger Systeme. Das heißt, führen bedeutet, jemanden durch Kommunikation bewegen, sinnvoll zur gemeinsamen Wirklichkeitsgestaltung beizutragen oder an dieser Wirklichkeitsgestaltung mitzuwirken. Insofern ist aus einer systemischen Perspektive betrachtet, Führung nie falsch oder es gibt eine richtige Führung nicht, aber es gibt erfolgreiche Führung. Also es gibt passende Führung für diesen Kontext, für diesen Zusammenhang, in dem man sich bewegen, in dem man sich mit diesem Team bewegt. Weitere Perspektiven. Ich kann es unter einer Kulturentwicklungsperspektive betrachten. Dann meint hier Organisationskultur gelebte Antworten auf Fragen der Leistungserbringung und der Lebensqualität der beteiligten Menschen in formellen und informellen Bereichen des Zusammenwirkens. Das ist jetzt ein sperriger Satz vielleicht, aber er hat ganz viel Inhalt und ganz viel Substanz in Bezug auf das, was man heute unter Organisationskultur verstehen kann. Es meint nämlich gelebte Antworten. Also nicht irgendwo postulierte Antworten, sondern tatsächlich im Unternehmen spürbare, erlebbare Antworten auf
sowohl Fragen der Leistungserbringung, also Fragen wirklich, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, der Performance, der Leistungserbringung, der Wertschöpfung, als auch der Lebensqualität der beteiligten Menschen, in dann formellen und informellen Bereichen des Zusammenwirkens, also in allen Lebensbereichen, in allen Ausprägungen des organisationalen Zusammenspiels und Zusammenwirkens in eben sowohl formellen als auch informellen Bereichen des Zusammenwirkens. Und hier sehen wir auch, dass diese Art von Kulturentwicklung eine eigene Perspektive wäre, jetzt an dieses Thema heranzugehen. Ich kann mir nämlich dann unter Fragen der Teamkulturen in diesem einen und in diesem anderen Team unter dem Kulturaspekt der ganzen mittelständischen Firma mir dieses Geschehen, dieser neue Fusionsprozess, der da stattfindet, Teamfusionsprozess, auch unter einer Kulturperspektive anschauen, indem ich mir dann eben genau diese Fragen stelle und mit den Teams, mit den Teammitgliedern gemeinsam arbeite an den Kulturvorstellungen zu ihren Teams, aber auch zu der ganzen Firma. Ich kann es, das hatten wir vorhin auch angesprochen, unter einer Verantwortungsperspektive betrachten. Ich kann also fragen, wie sieht denn Verantwortung, gelebte Verantwortung, Verantwortungsdialog in dieser Firma aus? Also Unternehmen, jetzt wieder verstanden als ein Geflecht von Verantwortungsbeziehungen, Organisationen als soziale Systeme, das ist der Hintergrund aus einer systemischen Betrachtungsweise. Und für die Gestaltung dieses Geflechts als Verantwortungssystem braucht es Verantwortungsdialoge, also einen kontinuierlichen Prozess der Gesprächskultur des Verantwortungsabgleichs. Einmal als eine präventive Pflege des Verantwortungssystems, aber auch, und das weiß, glaube ich, kennt jeder, der in Organisationen arbeitet oder gearbeitet hat, eine gemäße Konfrontation von Verantwortungsstörungen. Verantwortungsstörungen, oder überhaupt das Thema Verantwortung wird ja immer dann tragend und fällt auf, wenn Verantwortungsstörungen entstehen. Also das Thema Verantwortung ist immer dann gut und wird gar nicht thematisiert, wenn Verantwortung komplementär und gut ineinandergreifend übernommen wird. Aber da, gerade dann, wenn Verantwortungslücken entstehen, Leerräume entstehen, dann wird Verantwortung zur Verantwortungsstörung und dann wird es ganz wesentlich daran zu arbeiten. Hier gibt es ein eigenes Verantwortungsmodell, was wir dafür nutzen, also eine Verantwortungsperspektive einmal aus der Sicht der Person. Will ich, kann ich diese Verantwortung übernehmen? Oder aus der Frage aus der Perspektive der Organisation. Darf derjenige diese Verantwortung übernehmen oder muss er sie übernehmen aus einer Zuständigkeit heraus? Das soll jetzt nur angedeutet werden, also dazu gibt es dann aus unserer professionellen Sicht Verantwortungsmodelle, überhaupt Modelle zu all diesen Perspektiven. Hier jetzt mal exemplarisch ein Verantwortungsmodell, um diese Verantwortung in Verantwortungsdialog und Verantwortungsklärung zu bringen. Dann nochmal hier die Perspektive von Change Management und Lernen. Also ich kann natürlich dieses ja, Konstrukt, diese Situation, in die diese Firma gekommen ist, auch aus einer Veränderungsmanagement-Perspektive betrachten. Und da weiß man heute auch natürlich über viele Erfahrungen, aber auch über Untersuchungen, dass Veränderungen bei Menschen ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Bei manchen löst es Freude, Neugier, Vorfreude, Angst, Unsicherheit, Widerstand und Aufbruch zu Veränderung auf. Also es ist eine ganz unterschiedliche Art, wie ich persönlich individuell auf Veränderungen in meinem beruflichen Umfeld reagiere. Und da sehen wir Führungskräfte und natürlich auch unterstützt durch Beratende als Veränderungsregisseure, wie wir das nennen in dieser Metapher. Also in der Rolle, diese Veränderungen zu gestalten, zu managen, sie zu unterstützen und andere zu beteiligen, zu informieren und darüber in den Dialog zu gehen. Also wie ein Regisseur, der ein Stück aufführt, haben wir hier die Metapher, die Führungskraft, der Beratende sind Regisseure für diesen Veränderungsprozess und auf der Bühne zu inszenieren, was in Zukunft anders sein soll, wer in welchen Rollen, in welchem Zusammenspiel auf dieser Bühne spielen und auftreten soll. Und in der Regisseurrolle habe ich dann natürlich immer die Situation, dass ich mich fragen muss, wer spielt welche Rolle? Wie sollen die Rollen zusammenspielen? Wie sieht dieser ganze Prozess aus? Wie ist er dramaturgisch aufgebaut? Wo ist sozusagen die besondere Spitze des Spiels?
All diese Fragen tauchen auch in Veränderungsprozessen auf. Und aus unserer Erfahrung und aus meiner eigenen Erfahrung ist auch jedes komplexe Veränderungsprojekt ein intensives Lernprojekt, weil ganz viele Beteiligte dabei auch lernen müssen, Neues zu tun, gemeinsam in einem neuen Stück zu spielen, wieder in der Theatermetapher gesprochen, und dort viel, viel Neues aufgeführt werden muss. Und auch dieses Lernen passiert eben nicht einfach en passant und by the way, sondern es ist ganz sinnvoll, dieses Lernen zu begleiten, zu inszenieren und auch dafür Formen anzulegen. Und jetzt so schon zum Richtung Schluss kommen, was haben wir tatsächlich unternommen in diesem Veränderungsprojekt? Wir haben eine Architektur von verschiedenen Veränderungsworkshops aufgebaut und diese dem Unternehmen angeboten. Wir haben zunächst mit einem Kickoff begonnen, mit Einstiegsfragen zu einem sogenannten Wirklichkeitsabgleich. Darauf werden wir gleich nochmal eingehen bei der eher abstrakteren Betrachtung von, was systemisches Denken meint. Also einem Abgleich von, wie schauen eigentlich unterschiedliche Mitarbeitende auf diese Situation? Und wir machen uns mal ein gemeinsames Bild davon, wo die Abteilung, wo die Teams, wo auch die gesamte Firma steht. Wir haben ein Veränderungsprojekt gestartet in Form einer Übergangsgestaltung, also einem bewussten Gestalten dieses Weges vom nicht mehr zum noch nicht. Also in diesem Bild einer, wieder ein Modell einer Innovationsbrücke, die hier gestaltet werden muss, von einem Zustand, der nicht mehr ist, zu einem Zustand, der aber auch noch nicht ist. Und genau in diesem Übergang befinden sich Teams und Einzelne ja dann. Wir haben über Rollen, neue Rollen und Rollenverständnisse gesprochen, sowohl individuell als auch im Team. Wir haben einen, wie schon angesprochen, Verantwortungsdialog inszeniert mit dem gesamten neuen Team und haben über Verantwortungsdimensionen gesprochen. Und wir haben uns ein Bild gemacht, auch mit den Menschen daran gearbeitet, wie Bereichs- und Teamkultur in Zukunft gelebt werden will. Also was sich an kulturellen Aspekten in dem neuen Team, in dem neu zusammenkommenden Team zeigen soll und wie diese Teamkultur gemeinsam gestaltet werden will. Und wir haben zum Schluss natürlich eine Übergabe in die Eigenregie der Teams gemacht und haben zusätzlich die Führungskraft, die neue Führungskraft in ihrer Leadership-Rolle gecoacht und haben sie speziell vorbereitet auf diese Führungsrolle, die sie übernimmt. Also Sie sehen hier eine ganze Reihe von Maßnahmen, die an den unterschiedlichen Punkten ansetzen, aus welchen man auf diese Situation schauen kann. Also das ist jetzt wieder ein Modell, ein Interventionsebenenmodell aus verschiedenen Ebenen, einmal auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der fachlichen Ebene an verschiedenen Punkten angesetzt, hin zu einem integrierten Veränderungsprozess, die sowohl den Einzelnen als auch das Team als auch die gesamte Organisation mit einschließt, als einen integrierten Veränderungsprozess, sowohl auf einer Ebene zum Beispiel von Werten, von eigenem Commitment, jetzt auf einer Ebene der Mitarbeitenden, aber auch Gruppendynamik, Zusammensetzung von Aufgaben und Rollen, als auch Strukturen und Prozesse und Strategien. Also das ist jetzt sicher eine große Landkarte für einen Veränderungsprozess. Das ist jetzt nicht hier alles mit eingeflossen, aber man kann aus ganz vielen Betrachtungsebenen dann auf so einen Veränderungsprozess eingehen und daraus einen sehr umfassenden Veränderungsprozess aus einer Managementperspektive, aus einer Führungsperspektive oder auch aus einer Organisationsberaterperspektive eingehen. Was heißt jetzt nochmal systemisches Denken? Das sind drei wesentliche Dinge, die ich hier mal rausgreifen möchte. Einmal die Perspektive der Vernetzung, also so die Metapher des Mobiles. Veränderungsprojekte, überhaupt Managementprojekte, Beratungsprojekte sind so sehr gut zu illustrieren an dieser Idee, an dieser Metapher des Mobiles. Dinge, Verbindungen, Zusammenspiele, das Verhalten von einzelnen Organisationen ist ein vernetztes Zusammenspiel. Also diese Idee, wenn ich an diesem Mobile beginne zu bewegen, dann bewegt sich das gesamte Mobile mit. Es ist also ein Bild, ein Organisationsbild von einem vernetzten Geschehen, von vielen Interaktionsphänomenen, und wir greifen nicht das einzelne Verhalten heraus und versuchen damit zu arbeiten, sondern wir versuchen aus einer systemischen Perspektive hauptsächlich das Vernetzungsphänomen zu verstehen und daran anzusetzen und zu arbeiten.
Das zweite ist die wirklichkeitskonstruktive Perspektive. Für viele heute schon eine sehr eingängige Perspektive, aber manchmal auch noch ein ganz neuer Aspekt, dass Wirklichkeit, das, was wir real beobachten können, keine objektiv vorhandene Wirklichkeit ist, sondern eine von uns als Beobachter konstruierte Wirklichkeit. Also andersrum gesprochen kann man sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass wir in einer gemeinsamen Wirklichkeit leben, sondern es ist eigentlich eine Wirklichkeit, die von jedem von uns als Betrachter konstruiert ist. Und deswegen macht es so viel Sinn, immer wieder in diesen Abgleich von Wirklichkeiten, von Sichtweisen zu gehen, um eine gemeinsame Wirklichkeit, ein gemeinsames Verständnis von Wirklichkeit herzustellen. Dritte Perspektive: Systemlösungen. Wie wir vorhin schon gesehen haben, kann man natürlich so eine beraterische oder managementorientierte Vorgehensweise aus ganz unterschiedlichen Perspektiven angehen. Und wir werben immer wieder sehr dafür, aus einer systemischen Perspektive nur dann Lösungen als Lösungen anzuerkennen, wenn sie aus möglichst vielen Perspektiven Sinn machen. Also auch aus unterschiedlichen Abteilungslogiken, aus Bereichslogiken, aus verschiedenen Ebenen von Mitarbeitenden sinnvoll erscheinen, weil es wenig Sinn macht, eine einzige vorhandene Perspektive besonders in den Vordergrund zu rücken und alle anderen außer Acht zu lassen. Und nur dann macht eine Lösung auch eine Systemlösung aus. Deswegen nochmal zusammengefasst, systemische Beratung, systemisches Denken ist ein Container mit ganz unterschiedlichen Bestandteilen, die darin integriert sind. Ein paar wenige will ich hier nochmal benennen. Organisationen sind soziale Systeme, nach wie vor von Menschen geprägte, konstruierte, gelebte Systeme. Wirklichkeit ist nicht objektiv vorhanden, sondern Wirklichkeit ist eine subjektive Wirklichkeitskonstruktion von uns als Beobachter. Das erfordert einen kontinuierlichen Prozess des Wirklichkeitsabgleichs, also immer wieder die Frage, sich und den Menschen, dem Team, der Zusammenarbeitenden zu stellen, worüber reden wir eigentlich? Also als Beispiele Führungskraft und Mitarbeitende, Vertriebler, Kunden, Innendienst, Außendienst, Entwicklungsabteilung, Vertrieb. Also immer wieder zu hinterfragen, sprechen wir eigentlich von dem Gleichen? Haben wir eigentlich ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir mit bestimmten Dingen ausdrücken wollen, wie wir Dinge einschätzen? Immer wieder diesen wirklich wesentlichen Abgleich von Wirklichkeiten herzustellen, über Dialog, das geht über Sprache, das geht über gemeinsame gelebte Kommunikation. Und die letzte Perspektive, die wir auch schon angesprochen haben, Lösungen für Unternehmen sollten aus möglichst vielen unterschiedlichsten Perspektiven sinnvoll sein und keine Einzelperspektiven in den Vordergrund rücken. Wir werden oft gefragt, wie sollte man vorgehen? Eine ganz wichtige Perspektive ist für uns die gemeinsame Kultur, also das zeigt nochmal das Modell. Man kann natürlich sehr stark mit einer Ergebnisorientierung reingehen, aber unser Erleben ist, dass wir dann doch mehr und mehr in die Kulturprobleme, in die Probleme der Zusammenarbeit rutschen. Wir werben immer dafür, zunächst mal die gemeinsame Zusammenarbeit, das, was auch heute unter ja, neuer Arbeit und dann unter vielleicht neuem gelebt, unter neuen gelebten Formen von Formen und Arbeitsverhältnissen beschrieben wird, diese Art der Kultur des Zusammenspiels in den Vordergrund zu rücken und das miteinander zu entwickeln und erst dann nach und nach in die Ergebnisorientierung zu gehen mit der Zeit und dann stellen sich diese Ergebnisse auch in positiver Art und Weise besonders gut ein. Also wenn du mit Kultur anfängst oder womit sollst du anfangen, dann fang am besten mit der Kultur an. Ja, und wen das jetzt noch weiter interessiert, der kann sich natürlich gerne bei uns melden. Wir haben genau diese Themen, die hier nochmal so als Landschaft aufgezeichnet sind, seit vielen, vielen Jahren in unserer Arbeit integriert. Also das ganze Thema Lernkultur, Personalentwicklung, das Thema Organisationsentwicklung und Change, das Thema Team Leadership, Organisationscoaching, aber auch systemische Kompetenz insgesamt in Management, Bildung und Beratung. Das ist unsere Website. Wenn Sie sich interessieren, gucken Sie gerne mal vorbei. Dort finden Sie viele Dinge, die wir auch in Open Source Manier und Open Source Philosophie auf unserem ISB Campus öffentlich zur Verfügung stellen und kostenfrei zum Download anbieten. Und zum Schluss freue ich mich, wenn ich Ihnen hier noch meine Kontaktdaten weitergeben darf. Ich freue mich über den Kontakt mit jedem, der sich für diese Themen interessiert und sage vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Interesse und hoffentlich und gerne auf bald.